kleinen Einblick. Also, es geht um Ava Cross, ihr Buch Hidden Secrets, Megan und Liam. Es ist der dritte Teil der Hidden Secrets-Reihe. Sie ist genauso, dieses Buch ist genauso wie die ersten beiden Teile beim Written Dreams Verlag erschienen. Ein wirklich unglaublich toller Verlag, wo wirklich mich bisher kein Buch enttäuscht hat, sondern mich wirklich alle abgeholt und überzeugt haben. Es sind unglaublich tolle Autoren. Und es macht super viel Freude, wenn mal irgendwas ist, sich an den Verlag zu wenden, mit dem Verlag zu arbeiten und, und. Also es ist wirklich, wirklich ein toller Verlag. Wer ihn noch nicht kennt, hat etwas verpasst. Heute soll es, wie gesagt, um Hidden Secrets, Megan und Liam gehen. Und ich würde sagen, wir hotten mal los. Diese Widmung finde ich unglaublich emotional. Ich muss gestehen, ich habe Gänsehaut gehabt, denn Ava und ich haben uns geschrieben und ich weiß, wie heute noch, es ging um eine Lesung aus einem anderen Teil und genau davor ist ihr geliebter Papa verstorben. Und ich weiß noch, wie heute, dass sie gefragt hat, Ava, wollen wir das wirklich machen? Und sie hat gesagt, ja, wir machen das. Umso schöner finde ich es, dass sie Liam ihrem Papa gewidmet hat, der nämlich wirklich am 19.02. diesen Jahres verstorben ist. Und das finde ich unglaublich stark, das vorne in ein Buch reinzuschreiben. Und ja, es ist wirklich, wirklich toll, dass du ihm dieses Buch widmest. Genau nach dieser Widmung geht es los in Kapitel 1 mit Liam. Urlaub. In gut 4 Stunden war es endlich soweit. Seit über einem Jahr hatte ich mir nur hin und wieder ein verlängertes Wochenende gegönnt. Jetzt lagen 3 Wochen vor mir, die ich in San Francisco verbringen würde. Allerdings bezweifelte ich, dass mir viel Zeit zum Entspannen blieb, denn die Hochzeit meines besten Freundes stand bevor und als Trauzeuge gab es einiges zu organisieren. Noah Johnson, Sohn des Gründers der Johnson Corporation, war bis vor 1,5 Jahren mein Chef hier in der Niederlassung in New York gewesen, bis er die Geschäftsführung des Familienunternehmens in San Francisco übernommen hatte. Zunächst sollte er seinen jüngeren Bruder Ethan nur vertreten, der bei einem schweren Autounfall verunglückt war und mehrere Wochen im Krankenhaus bleiben musste. Doch dann lernte Noah Cassie Parker kennen und verliebte sich in sie. Sie war eine tolle Frau und ich konnte seine Entscheidung, nach San Francisco zurückzukehren, gut nachvollziehen. Nachdem Ethan ihm noch in der Klinik mitteilte, dass er den Sitz des CEO aufgeben wollte, weil er einen exklusiven Nachtclub eröffnet hatte, übernahm Noah den Job. Er bot mir die Geschäftsführung der New Yorker Zentrale an und ich ergriff diese Chance, was ich bisher nicht bereute. Das Telefon auf meinem Schreibtisch klingelte und riss mich aus meinem Gedanken. Ich sah am Display die interne Nummer meiner Assistentin. »Was gibt's, Cindy?« meldete ich mich neugierig, denn sie hatte die Anweisung erhalten, mich heute nur noch in dringenden Angelegenheiten zu stören. Es musste also wichtig sein. »Mr. Coltrane, es tut mir wirklich sehr leid, dass ich Sie behelligen muss, aber Miss Clark besteht darauf, mit Ihnen persönlich zu sprechen,« erklärte sie und ich schmunzelte über den bissigen Unterton. Ja, Cindy und ich waren klar einer Meinung, was Noahs Assistentin anging. Megan Clark war eine Gewitterziege und unausstehliche Nervensäge. Er würde sie als zuverlässig, kompetent und ehrgeizig beschreiben, doch an meiner Einstellung ihr gegenüber änderte das nichts. »Ist schon gut, Cindy. Stellen Sie unsere spezielle Freundin durch«, sagte ich und zählte langsam bis 10, bevor ich das Gespräch annahm. »Miss Clark, was kann ich in 3 Stunden von meinem wohlverdienten Urlaub noch für Sie tun, dass Sie nicht auch mit meiner Assistentin besprechen könnten?« Ich gab mir nicht ansatzweise Mühe, meinen Ärger zu kaschieren. »Mr. Coltrane, ich möchte nicht kleinlich sein, aber es sind noch knapp 4 Stunden, bis Ihr Flieger abhebt«, hielt sie mir vor und ich fügte den Gedanken die Bezeichnung »unerträgliche Besserwisserin« für sie hinzu. »Wie Sie wissen, hat mich Ethan Johnson gebeten, Ihnen bei der Organisation der Hochzeit seines Bruders zu helfen.« Sie machte eine bedeutungsvolle Pause. »Ich hätte Ethan für seinen Vorschlag, Miss Clark für die Hochzeitsvorbereitung mit ins Boot zu holen, nach wie vor eine reinhauen können.« Cassie war aber sofort begeistert gewesen, da Ethan ihr Trauzeuge und sie sich sicher war,
das bei der Planung die Unterstützung einer guten Organisatorin gebrauchen kann. Was ist bitte so wichtig, dass es nicht bis morgen warten kann? Fragte ich deutlich angepisst. Ethan hatte vorgeschlagen, dass er seine Freundin Grace und ich uns morgen Vormittag mit der unsäglichen Miss Clark treffen sollten, um alles Notwendige zu besprechen. Das Meeting ist für 12 Uhr angesetzt. Aha, erwiderte ich desinteressiert. Hätten Sie das nicht auch meiner Assistentin mitteilen können? Das hätte ich in der Tat. Aber da ich bis jetzt von Ihnen noch keinerlei Unterlagen diesbezüglich erhalten habe, wende ich mich direkt an Sie. Was für Unterlagen? Und wovon zum Teufel sprach diese Frau? Ich hörte sie am anderen Ende der Leitung theatralisch seufzen, was mich tierisch auf die Palme brachte. Sie ließ mich wie einen dummen Schuljungen dastehen, der zum wiederholten Male seine Hausaufgaben nicht gemacht hatte. Ich habe keine Ahnung, worüber sie reden. Und ehrlich gesagt ist mir das auch herzlich egal. Wir sehen uns morgen Vormittag, Miss Clark. Und das auch nur, weil Ethan, dieser Penner, mein Freund war, setzte ich in Gedanken hinzu, während ich den Hörer auf die Station knallte und damit das Gespräch beendete. Diese Person macht aus einem privaten Zusammentreffen ein geschäftliches Meeting. Unglaublich. Trotzdem checkte ich meinen E-Mail-Eingang der letzten Wochen, nur um sicherzugehen, dass ich ihre Nachricht nicht übersehen hatte. Nichts. Wütend griff ich nach meinem Smartphone und wählte Ethans Nummer. Es dauerte eine halbe Ewigkeit, bis er sich meldete. Alter, hast du eine Ahnung, wie spät es ist? Brummte er missmutig. Verflixt. Ich hatte mal wieder nicht an die Zeitverschiebung gedacht. Auf jeden Fall ist es für Miss Oberzicke nicht zu früh, um im Büro zu sein, gab ich angefressen zurück. Sprichst du von Megan? Jetzt klang er amüsiert. Penner. Von wem sonst? Presste ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Die war auch nicht bis 5 Uhr wach, um das Dark Rhythm abzuschließen. Sofort packte mich das schlechte Gewissen. Oh, tut mir leid, entschuldigte ich mich zerknirscht. Womit hat sie dich diesmal geärgert? Ethan wusste, dass ich mit seiner ehemaligen Sekretärin nicht sonderlich gut auskam. Zwar waren wir uns bis dato noch nie persönlich begegnet und darauf hätte ich auch gut verzichten können, wenn mir nicht Noahs und Cassies Hochzeit dazwischen gekommen wäre. Bisher hatte ich es immer geschafft, diesen Drachen aus dem Weg zu gehen, doch morgen würde ich der Sache nicht entkommen können. Sie hat mich an unser Meeting morgen Vormittag erinnert. Außerdem sprach sie von irgendwelchen Unterlagen, die ich hätte schicken sollen, knurrte ich. Ich hörte Ethan lachen und sehnte mich augenblicklich nach einem Boxsack, auf den ich einschlagen konnte. Mir fehlte das tägliche Training. Seit ich meinen Gürtel in Mixed Material Arts beim letzten Kampf verloren hatte, war ich nur noch selten trainieren gewesen. Gerade jetzt wünschte ich mir, wieder in den MMA-Käfig zu steigen. Diese Frau wird es schaffen, meinen wohlverdienten Urlaub in eine durchgetaktete Arbeitswoche zu verwandeln. Spaß beiseite. Hast du dich denn um die Hochzeitslocation gekümmert? Hakte Ethan nun nach und versetzte mir damit einen kleinen Schock. Wieso ich? Krächzte ich. Megan hat vor ein paar Wochen eine Rundmail geschickt, in der sie unsere Aufgaben klar verteilt hat. Grace war für die Auswahl der Blumen, die Deko und diesen ganzen Mädchenkram zuständig. Und ich für die Organisation des Junggesellenabschiedes. Du solltest dich um die Buchung der Location kümmern. Verdammt! Ich habe keine Mail erhalten. Das habe ich eben nochmal gecheckt. Vielleicht hat sie die Mail an deine Assistentin geschickt. Aber wenn ich das richtig verstehe, hast du dich nicht gekümmert? Ich schüttelte frustriert den Kopf, bevor mir einfiel, dass Ethan das nicht sehen konnte. Nein, Mann, ich wusste ja von nichts. Puh, dann ist wohl dein Improvisationstalent gefragt, doch ich muss dich warnen. Das ist es, was Megan auf den Tod nicht ausstehen kann. Das wird morgen nicht sehr angenehm für dich, erklärte er belustigt. Nach dem Treffen brauche ich eine Delfintherapie, murmelte ich. Oder du kommst abends zu mir ins Dark Rhythm und baust da deinen Frust ab. Das ist eine hervorragende Idee. Wir sehen uns morgen. Tut mir leid, dass ich dich geweckt habe. Wir verabschiedeten uns und ich fuhr mir frustriert durch die Haare. Wenn die E-Mail von Miss Nervensäge wirklich bei Cindy hängen geblieben war, wäre das mehr als ärgerlich.
Ihr unterlief in letzter Zeit häufig Fehler, was untypisch für sie war. Bisher hatte sie immer gute Arbeit geleistet. Ansonsten hätte ich sie nicht mit einem so wichtigen Projekt wie den Carrington & Carter Center, kurz Triple C, betraut. Hierbei handelt es sich um das Großprojekt am Stadtrand von New York. Die Johnson Corporation hatte nach harten Ringen und unzähligen kräftezehrenden Verhandlungen den Zuschlag erhalten. Ich stand auf und verließ mein Büro, um Cindy nach dieser verschwundenen E-Mail zu fragen. Als ich die Tür öffnete, ertappte ich sie dabei, wie sie mit verklärtem Blick Löcher in die Luft starrte. Ich blieb kommentarlos im Türrahmen stehen und beobachtete meine Assistentin einen Augenblick. Sie war Mitte 20, schlank. Ihre lange, pechschwarzen Haare waren zu einem Zopf geflochten und man konnte sie durchaus als hübsch bezeichnen. Doch zum einen stand ich auf blond und zum anderen gab es eine goldene Regel. Never fuck the company. Man mochte mir viel nachsagen, aber daran hatte ich mich bisher streng gehalten. Nachdem sie mich nach wie vor nicht registrierte, beschloss ich, ihren Träumereien ein Ende zu bereiten. Es gab schließlich noch einiges vor meiner Abreise zu tun. Hoffentlich weiß derjenige, von dem sie träumen, ihre Gefühle zu schätzen, sagte ich etwas lauter als nötig und nahm mit Genugtuung wahr, dass sie erschrocken zusammenzuckte. »Oh, ich habe sie gar nicht bemerkt«, erwiderte sie kleinlaut. »Das ist mir nicht entgangen.« Ich ging auf sie zu und setzte mich auf die Kante ihres Schreibtisches. »Was ist los mit Ihnen? So unkonzentriert kenne ich Sie nicht.« Sie wurde rot, räusperte sich und sah mich verlegen an. »Es wird nicht wieder vorkommen, Mr. Coltrane. Es tut mir leid.« »Das ist keine Antwort auf meine Frage.« »Was zum Teufel ist los mit Ihnen? Wenn Sie private Probleme haben, lösen Sie sie in Ihrer Freizeit oder reden Sie mit mir darüber, aber vernachlässigen Sie nicht Ihren Job.« Sie starrte mich mit großen Augen an, da ich einen dominanten Ton angeschlagen hatte, den meine Mitarbeiter nur sehr selten zu hören bekam. Im Gegensatz zu den Frauen, die ich in mein Schlafzimmer einlud, denn denen präsentierte ich ausschließlich diese Seite von mir. Meine kleine Ansprache verfehlt ihre Wirkung offenbar nicht. Ihr schuldbewusste Miene wich einem ehrlichen Lächeln. Ist Ihnen das auch schon passiert, dass Sie jemanden kennengelernt haben und plötzlich das Gefühl hatten, alles, was Sie bereits erlebt haben, neu zu entdecken und aus einer völlig anderen Perspektive zu betrachten? Das ganze Leben scheint so viel farbenfroher und größer zu sein, als man es sich je hätte vorstellen können, schwärmte sie. Ich musste schmunzeln und überlegte, was ich ihr darauf antworten sollte. Nein, diesen einen Menschen bin ich bisher leider noch nicht begegnet, aber ich hoffe, dass das auch erst nach meiner Pensionierung passieren wird. Sie sah mich irritiert an. Wieso erst so spät? Weil ich es mir in meinem Job nicht erlauben kann, so verliebt in die Gegend zu starren, entgegnete ich augenzwinkernd und brachte das Gespräch damit gleichzeitig zurück auf das eigentliche Thema. Tut mir wirklich leid. Entschuldigte sie sich ein weiteres Mal. Ich habe ihm ein ziemlich unangenehmes Telefonat mit Miss Clark geführt. Sie erwähnte dabei eine E-Mail, die wichtige Informationen zur Hochzeit von Mr. Johnson und Miss Parker enthielt. Ist sie zufällig in ihrem Postfach gelandet? Cindys Augen wurden immer größer, bis sie sich die Hand vor den Mund schlug und den Kopf schüttelte. Dann flogen ihre Finger über die Tastatur, bis sie offenbar fand, was sie suchte. Sie starrte auf den Bildschirm, den sie anschließend in meine Richtung drehte. Sie hatte eine E-Mail geöffnet, die von Noahs Assistentin bereits vor 3 Wochen geschickt worden war und in der sie Cindy bat, diese Nachricht nicht nur weiterzuleiten, sondern mich nochmal persönlich darauf hinzuweisen. »Ich weiß nicht, wie mir das passieren konnte«, stammelte meine sonst so zuverlässige Assistentin unglücklich. »Verdammt, Cindy, das bringt mich in Teufels Küche«, sagte ich angepisst. Zum zweiten Mal an diesem Tag sehnte ich mich danach, in den Käfig zu steigen und meinen Frust an einem Sparringpartner auszulassen. »Die Clark hat einige mögliche Locations aufgelistet. Ich könnte sofort die Liste abtelefonieren und fragen, ob der Termin noch frei ist«, bot sie an. Und in ihrem Blick erkannte ich die stumme Bitte, ihren Fehler wiedergutmachen zu dürfen. Ich seufzte und stand auf. Gut, tun Sie das, obwohl uns das wertvolle Zeit kostet, die wir nachher für die Übergabe brauchen. Cindy nickte und hatte schon den Hörer in der Hand, als ich in mein Büro zurückkehrte. Ich ließ mich in den Sessel fallen und überlegte, wann ich das letzte Mal so unvorbereitet in ein Meeting gegangen war.
Das war eine denkbar schlechte Ausgangsposition, um Miss Gewitterziege gegenüberzutreten. Fuck. Kapitel 2. Megan. Das durfte alles nicht wahr sein. Mr. Coltrane hat einfach aufgelegt. Offensichtlich war meine Mail nicht bei ihm angekommen. Wie konnte er die Dependance in New York leiten, wenn er nicht mal seine Assistentin im Griff hatte? Ich hatte Cindy schon vor Wochen diese Nachricht geschickt. Es war nicht das erste Mal, dass sie Mist baute. Vor ein paar Tagen bat ich sie um wichtige Dokumente für das CCC-Projekt. Die Mall wurde in New York gebaut, doch die Geschäftspartner Carrington und Carter lebten hier in San Francisco. Aus diesem Grund war ich gezwungen, täglich mit Mr. Coltranes Assistentin zu telefonieren. Am Anfang hatte sich die Zusammenarbeit angenehm gestaltet, aber das war inzwischen nicht mal der Fall. Die von mir angeforderten Unterlagen enthielten falsche Daten, sodass ich sie den Investoren nicht vorlegen konnte. Cindy beschimpfte mich sogar als Korinthenkackerin, als ich sie auf ihren Fehler hinwies. Dumme Schnepfe. Es war mir ein Rätsel, warum Mr. Coltrane sie nicht feuerte. Aber vielleicht besaß seine Assistentin anderweitige Qualitäten, die er zu schätzen wusste. Ich schnaubte abfällig bei dem Gedanken, was für ein Ruf ihm anhaftete. Es hatte sich bis hier nach San Francisco herumgesprochen, dass er die Frauen häufiger wechselte als andere ihre Unterhosen. Als er zum CEO in New York gewählt wurde, war eine interne Mail an alle Mitarbeiter der Johnson Corporation geschickt worden. Sein Bild prangte auf dem Schreiben und ich musste gestehen, dass er attraktiv war. Er trug das schwarze Haar modisch geschnitten und seine faszinierend stahlblauen Augen zogen einen in den Bann. Doch obwohl er auf dem Foto lächelte, täuschte es nicht darüber hinweg, dass ihm eine dunkle Aura anhaftete. Er gehörte zu der Sorte Mann, der ich für den Rest meines Lebens abgeschworen hatte. Ich würde mich nie wieder von einem attraktiven Gesicht blenden lassen. Das war auch der Grund, warum ich Noah Johnson, meinem jetzigen Chef, gegenüber am Anfang so misstrauisch gewesen war. Er passte ebenfalls in die Kategorie dieser Spezies, gut aussehend, selbstbewusst, stark. Doch mit der Zeit verdiente er sich meinen Respekt, denn er war kompetent und hatte eine äußerst sympathische Seite, die ich zu schätzen wusste. Nur an seiner chaotischen Tagesplanung musste er dringend arbeiten. Es war früh am Morgen, daher wunderte es mich, als mein Vorgesetzter plötzlich in der Tür zu meinem Büro stand. »Guten Morgen, Megan. Sind Sie noch oder schon wieder hier?« fragte er, und ich konnte eine Spur Besorgnis in seiner Stimme wahrnehmen. »Guten Morgen, Mr. Johnson. Ich habe heute eher angefangen, weil ich noch mit New York etwas Wichtiges klären musste.« Er runzelte die Stirn. »Gibt es Probleme mit dem CCC-Projekt?« Ich hatte ihm verschwiegen, dass Liams Assistentin in letzter Zeit öfter Fehler unterliefen, doch natürlich war ihm nicht entgangen, dass es hin und wieder Verzögerungen im Ablauf gab. »Nein, es ging um das morgige Meeting um 12 Uhr. Werden Sie und Ihre Verlobte ebenfalls anwesend sein?« »Welches Meeting? Morgen ist Samstag.« Er sah mich überrascht an. »Das Meeting mit Ihrem Bruder? Miss Garcia und Mr. Coltrane?« Half ich ihm auf die Sprünge und er verdrehte innerlich die Augen, weil ich nicht glauben konnte. Und ich verdrehte innerlich die Augen, weil ich nicht glauben konnte, dass er diesen Termin vergessen hatte. Immerhin ging es um seine Hochzeit. Mein Chef lachte auf, was mich für einen Moment irritierte. Was war so komisch daran? Dieses Meeting, wie Sie es bezeichnen, Megan, soll ein ganz entspanntes Treffen sein. Ich wollte Ihnen sowieso noch mitteilen, dass wir uns bei mir zu Hause treffen, da Mr. Coltrane während seines Aufenthalts in San Francisco bei uns übernachtete. Bietet es sich an. Wie bitte? Sie wollen, dass ich zu Ihnen nach Hause komme? Meine Stimme klang eine Nuance höher als sonst, denn diese Situation überforderte mich. Es fühlt sich befremdlich an, meinen Vorgesetzten zu Hause aufzusuchen. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass ich seit einer Ewigkeit niemanden mehr privat besucht hatte. Seit ich nach San Francisco gekommen war, lebte ich zurückgezogen in einer kleinen WG. Ich hatte keine Freunde, denn ich arbeitete von früh bis spät abends, aber ich vermisste nichts in meinem Leben. Alles war okay, wie es war. Geht es Ihnen gut, Megan? Sie sind blass. Vielleicht sollten Sie ein bisschen weniger arbeiten. Ich möchte nicht, dass Sie mit zusammenbrechen. Nach meinen Flitterwochen wird das CCC-Projekt in die heiße Phase gehen. Da brauche ich Sie hundertprozentig fit. Alles in bester Ordnung. Ich war nur von der Planänderung etwas überrascht. Aber eigentlich sollte ich mich bei Ihnen inzwischen an solche Dinge gewöhnt haben, antwortete ich und zwang mich zu einem Lächeln. Als er eben seinen Urlaub erwähnte, erinnerte er mich daran, dass furchtbare 3 Wochen vor mir lagen, in denen ich frei hatte. Das bedeutete, dass ich mich nicht hinter der Arbeit verstecken konnte.
Die Pause wird Ihnen gut tun. Schließlich haben Sie dann genug Zeit, sich von meiner chaotischen Art zu erholen, erklärte er. Belustigt zwinkerte mir zu und verließ mein Büro, um in seinem zu verschwinden. Während ich meine Aufgabe erledigte, ging ich in Gedanken immer wieder das kurze Telefonat mit Mr. Coltrane durch. Seine tiefe Stimme hatte mir wie immer eine leichte Gänsehaut verursacht. Wir telefonierten häufig miteinander, doch es war jedes Mal dasselbe. Er machte keinen Hehl daraus, dass er mich für eine elende Nervensäge hielt. Unsere Gespräche beschränkten sich auf das Nötigste und ich sah den morgigen Meeting daher mit gemischten Gefühlen entgegen. Die Organisation einer Hochzeit war normalerweise nicht Bestandteil meiner Arbeit, aber mein ehemaliger Chef, Ethan Johnson, war mit dieser Bitte an mich herangetreten. Ich konnte ihm diesen Wunsch nicht abschlagen. Er hatte mich vor 3 Jahren eingestellt und obwohl er blendend aussah und damit der Kategorie Mann entsprach, die ich aus meinem Leben gestrichen hatte, vermittelte er mir von Anfang an ein gutes Gefühl. Die Zusammenarbeit mit ihm funktioniert auf Anhieb sehr gut und ich würde ihm immer für diese Chance dankbar sein. Dazu gehörte nun die Hochzeit seines Bruders vorzubereiten. Ich hatte mich in den letzten Wochen ein paar Mal mit Cassie Parker in einem kleinen Café getroffen, wo wir über ihre Wünsche und Vorstellungen sprachen. Sie war locker und sympathisch, was die Gespräche angenehm machte. Wir unterhielten uns nicht nur über den schönsten Tag in ihrem Leben, sondern auch über Gott und die Welt. Und ich musste mir eingestehen, dass ich schon lange nicht mehr so viel Spaß gehabt hatte. Nachdem der Rechner runtergefahren war, verabschiedete ich mich von meinem Chef, bevor ich mich auf den Weg nach Hause machte. Unterwegs kaufte ich noch ein paar Kleinigkeiten zum Abendessen und jede Menge Schokolade ein. Wie ich meine Mitbewohnerin Helen einschätzte, hatte sie sich bestimmt an meinem Geheimvorrat vergriffen. Ich musste bei dem Gedanken an sie schmunzeln. Helen war ein Jahr älter als ich, arbeitete in einem Callcenter und ihr Hobby waren Bücher. Egal wann oder wo ich ihr in unserer kleinen Wohnung begegnete, es befand sich ein Buch vor ihrer Nase. Sogar während sie kochte, abwusch oder Wäsche in die Maschine stopfte. Bücher bestimmten ihr Leben und sie konnte nicht eine Minute ohne sie sein. Auch als ich jetzt die Tür aufschloss und die schweren Einkaufstüten auf die Arbeitsplatte in der winzigen Küche stellte, fand ich meine Mitbewohnerin lesend vor in ihrem alten Ohrensessel im Wohnzimmer vor. »Hast du zufällig an Schokolade gedacht?«, fragte sie, statt einer Begrüßung und ohne von ihrem Buch aufzusehen. »Ich kenne dich doch, Helen. Natürlich habe ich welche mitgebracht. Vielen Dank, Süße. Das ist so lieb von dir. Ich habe mich an deinem Vorrat zu schaffen machen müssen. Diese Geschichte ist einfach unglaublich spannend. Sogar 50 Seiten vor dem Ende weiß ich noch nicht, wer für die Genmanipulation der Arigoiden verantwortlich ist.« erklärte sie, während sie weiterlas und gleichzeitig nach der Tafel griff, die ich ihr vor die Nase hielt. Ich beschloss, unter die Dusche zu gehen, denn mit Helen würde ich mich erst unterhalten können, wenn das Buch beendet war. Nachdem ich eine gefühlte Stunde unter dem heißen Strahl verbracht hatte, schlüpfte ich in bequeme Jogginghosen sowie ein einfaches Top und ging in die Küche, wo ich uns Nudeln mit Soße kochte. Ich legte gerade das Besteck auf den kleinen Tisch in der Ecke, als Helen in den Raum kam und zufrieden lächelte, wobei sich das mit Sicherheit auf das Buch und nicht das Essen bezog. »Ach, Megan, das Ende war so toll«, schwärmte sie prompt und bestätigte damit meine Vermutung. Wir setzten uns und begannen ordentlich Nudeln auf die Teller zu schaufeln. »Wie war dein Tag?«, fragte sie, während sie die Soße verteilte. »Ging so«, antwortete die Schulterzuckung und wusste sofort, dass sie sich mit dieser Antwort nicht zufrieden geben würde. »Jetzt lass dir nicht wieder alles aus der Nase ziehen. Du liebst deinen Job und mit diesem Halbgott Noah Johnson kommst du inzwischen auch gut aus. Bei wem muss ich mich bedanken, weil er dich so auf die Palme gebracht hat, dass du mich mit massenhaft leckeren Kohlenhydraten belohnst?« Ich musste lachen. Während des Einkaufs hatte ich gar nicht darüber nachgedacht, dass ich wegen Helen auf unsere Ernährung achten und kohlenhydratarm kochen wollte. Sie kämpfte mal wieder gegen ihr leichtes Übergewicht, das sie schnell im Griff hätte, wenn sie auf die ganze Schokolade verzichten würde, was für sie allerdings nicht in Frage kam. »Bedank dich bei Coltrane, diesem Holzklotz«, beantwortete ich ihre Frage grimmig. »Ist das nicht der heiße Typ, der die Leitung der New Yorker Filiale übernommen hatte?« Ich nickte. »Mir ist es egal, wie heiß er ist. Er benimmt sich wie die Axt im Walde. Seine Assistentin macht einen Fehler nach den anderen und mich faltet er am Telefon dafür zusammen und legt einfach auf,
ohne meine Erklärung abzuwarten. Ich weiß, dass er mich nicht mag, aber ein bisschen Respekt sollte er mir schon entgegenbringen. Ärger dich nicht darüber. Zum Glück bist du ja nicht seine Sekretärin und musst nicht tagtäglich dich mit ihm herumschlagen. Morgen treffe ich ihn das erste Mal persönlich, sprach ich aus, was mir schwer im Magen lag. Die Besprechung der Hochzeitsvorbereitung soll bei meinem Chef zu Hause stattfinden. Ethan Johnson und Miss Garcia werden auch dabei sein. Meine Mitbewohnerin grinste mich breit an. Gleich drei unverschämt gut aussehende Männer um dich herum. Pass auf, dass du nicht sabberst. Zwei davon sind glücklich vergeben und der dritte sorgt eher für Würgereiz, konterte ich trocken. Du meinst, er steht auf Deep Throats? Du liebe Zeit, woran du schon wieder denkst. Allein die Vorstellung ließ mich knallrot werden. Helen lachte und zeigte mit der Gabel auf mich. Du solltest auch mal wieder an so etwas denken. Wie lange ist die Sache mit diesem Robert jetzt her? Keine Ahnung. Ein Jahr? Ich zuckte mit den Schultern, denn auf diese Geschichte hätte ich gut verzichten können. Ich hatte mich auf Drängen von Helen bei einer Online-Dating-Portal angemeldet. Bald trudelten diverse Anfragen von Männern ein und Roberts Nachricht stach durch einwandfreie Grammatik und Rechtschreibung hervor. Es folgte der übliche Austausch von Interessen und das erste Date. Robert war ein durchschnittlicher Typ, so groß wie ich, mit leichtem Bauchansatz und einer Vorliebe fürs Fotografieren. Wir trafen uns ein paar Mal, kamen uns näher und landeten im Bett. Im Nachhinein konnte ich nicht sagen, was mich gestört hatte. Er war liebevoll, zärtlich und immer auf meinem Wohlbedacht gewesen. Dennoch fehlte mir etwas, von dem ich selbst nicht wusste, was es war. Als ich mit Robert Schluss machte, brach für ihn eine Welt zusammen, während ich mich wieder frei fühlte. Seitdem war ich ohne Mann in meinem Leben gut klargekommen und würde das auch weiterhin. Ich verstehe dich nicht, meinte Helen und riss mich damit aus meinen Gedanken. Du siehst fantastisch aus, bist klug, witzig, hast einen Job. Warum gehst du nicht unter Menschen und lernst jemanden kennen? Stattdessen gibst du dich mit mir, dem dicken Bücherwurm, ab. Du bist nicht dick, du hast Kurven, protestierte ich. Lenk nicht vom Thema ab. Du hast mal gesagt, dass du deine Ruhe möchtest und deine Freiheit brauchst. Aber gehört Einsamkeit ebenfalls zu deinen Wünschen? Was ist mit dir? Gab ich die Frage zurück. Du bist jetzt auch nicht gerade die große Partygängerin. Ich bin nicht einsam, denn ich habe meine Bücher, entgegnete sie so überzeugt, dass ich lachen musste. Sie stimmte mit ein und wir quatschten den restlichen Abend über all die tollen Männer in ihren Geschichten. Kapitel 3, Liam. Da mein Flieger sich um mehr als 2 Stunden verspätete, war ich erst spät in der Nacht in San Francisco gelandet. Noah bot mir zwar an, mich trotzdem vom Flughafen abzuholen, doch ich bestand darauf, mir ein Taxi zu nehmen. Nachdem ich endlich den Haustürschlüssel im Blumenkasten gefunden hatte, schlich ich durch das Haus meines Freundes und ließ mich im Gästezimmer todmüde auf das frisch bezogene Bett fallen. Als ich die Augen wieder aufschlug, war es hell draußen und die Sonnenstrahlen, die durch das Fenster schienen, wärmten mein Gesicht. Ich hörte Stimmen und fröhliches Gelächter, das aus dem unteren Teil des Hauses heraufdrang, und warf verwundert einen Blick auf mein Smartphone. Kurz nach 12? So lange hatte ich seit Ewigkeiten nicht mehr geschlafen. Plötzlich schoss mir ein Gedanke in den Kopf. Sollte die Besprechung der Hochzeitsvorbereitung nicht um 12 stattfinden? Verdammt! Das hatte ich vollkommen verdrängt. Wahrscheinlich, weil ich nicht besonders scharf darauf war, Miss Oberklug zu begegnen. Da ich mich allerdings freute, Noah, Cassie, Ethan und Grace wiederzusehen, stand ich auf, schnappte mir Boxershorts, Socken, eine ausgewaschene Jeans sowie ein schlichtes schwarzes T-Shirt aus dem Koffer und verschwand im angrenzenden Bad. Nachdem ich geduscht und Zähne geputzt hatte, dachte ich kurz darüber nach, mich noch schnell zu rasieren, entschied mich aber dagegen. Meine Freunde würde ein 4-Tage-Bad nicht stören, was eine Miss Clark von mir hielt, war mir herzlich egal. Ich ging die Treppe hinunter und folgte den Stimmen ins Wohnzimmer. Als ich den Raum betrat, entdeckte mich Casey als Erste. Liam, guten Morgen, hast du gut geschlafen? Fragte sie mich, während sie auf mich zukam und mir einen Kuss auf die Wange gab. Mahlzeit wäre die passendere Begrüßung gewesen, hörte ich jemanden murmeln, was meine Aufmerksamkeit auf die einzige Person in diesem Raum lenkte, die ich nicht kannte. Der Anblick von Miss Besserwisserin Clark ließ mich hart schlucken.
Ich hatte mit allem gerechnet, nur nicht mit einer dermaßen attraktiven Frau. Sie war etwas kleiner als ich, schlank, aber mit Kurven an den richtigen Stellen. Ihre blonden Haare fielen ihr in sanften Wellen über die Schulter und ich spürte plötzlich das verrückte Verlangen, herauszufinden, ob sie sich tatsächlich so samtweich anfühlten, wie sie aussahen. Miss Clark zog auffordernd eine Augenbraue in die Höhe und verschränkte die Arme, was automatisch meinen Blick zu ihren Brüsten wandern ließ. »Verdammt, reiß dich zusammen, Alter! Das ist die spröde Gewitterziege, die dich mit ihren Mails und Anrufen regelmäßig in den Wahnsinn treibt!« »Wie war dein Flug?« hörte ich Noah fragen und zwang mich, den Gedanken von Blondie abzuwenden. »2 Stunden Verspätung«, murmelte ich und ließ mich von ihm kurz in eine männliche Umarmung ziehen. »Du solltest unbedingt heute Abend ins Dark Rhythm kommen, Bro. Ich glaube, du musst Druck abbauen«, sprach Ethan mir leise ins Ohr, sodass nur ich ihn hören konnte, während er mich ebenfalls herzlich umarmte. Als er sich von mir löste, fing ich seinen belustigten Blick auf und erwiderte ihn mit einem schiefen Grinsen. »Wie schön, dich wiederzusehen«, begrüßte mich nun auch Grace und gab mir, wie bereits Cassie zuvor, einen Kuss auf die Wange. Ich musterte sie intensiv und entdeckte Anzeichen von Anspannung in ihrem Gesicht. Ethan hatte mir erzählt, dass sie mittlerweile ihre Eltern im Gefängnis besuchte und der Prozess bald bevorstand. »Geht es dir gut?« erkundigte ich mich und spürte sofort, wie sie sich versteifte. »Es ging mir schon besser«, antwortete sie ehrlich. »Das verstehe ich. Lass uns die Tage mal zusammen essen gehen. Dann kannst du mich auf den neuesten Stand bringen.« Sie lächelte mich dankbar an und nickte. »Ja, das ist eine gute Idee.« Nun war unweigerlich Miss Clark an der Reihe. Sie hatte die Begrüßung der anderen Schweigen verfolgt und sich nicht von der Stelle bewegt. Jetzt straffte sie die Schultern, hob das Kinn und sah mir erwartungsvoll entgegen. Ich schlenderte gemächlich auf sie zu und fixierte sie dabei mit meinem Blick, was sie offensichtlich nervös machte, denn sie kaute auf ihrer Unterlippe. Das lenkte meine Aufmerksamkeit auf ihre sinnlich geschwungenen Lippen, die eine einzige Einladung waren. »Stopp! Was zum Teufel dachte ich hier überhaupt?« »Sie müssen Miss Clark sein. Ich bin Liam Coltrane und wir haben bisher nur telefonisch das Vergnügen miteinander.« »Mr. Coltrane«, sie reichte mir die Hand. »Nett, sie persönlich kennenzulernen.« Das klang dermaßen gezwungen, dass ich schmunzeln musste. »Nett ist die kleine Schwester von Scheiße, Miss Clark.« »Wenn Sie das sagen«, erwiderte sie herausfordernd und entzog mir ihre Finger. Da war sie wieder. Die Frau mit den Haaren auf den Zehen. Ich schüttelte amüsiert den Kopf und begab mich in die Küche, um mir einen Kaffee zu holen. Während ich vor dem Vollautomaten stand und auf meine dringend benötigte Dosis Koffein wartete, kam Ethan zu mir. »Spüre ich denn negative Vibes zwischen Megan und dir?«, fragte er scheinheilig und lehnte sich gegen die Arbeitsplatte. »Wie kommst du denn darauf? Wir lieben uns«, gab ich sarkastisch zurück und nahm die Tasse mit dem herrlich duftenden Kaffee aus der Maschine. »Davon wüsste ich was«, erklang ihre Stimme in meinem Rücken und ich drehte mich zu ihr um. Sie ignorierte mich und schob sich an mir vorbei, um nun selbst an den Automaten zu gelangen. »Möchten Sie auch noch einen?«, brachte sie Ethan mit einem bezaubernden Lächeln, das mir einen Augenblick den Atem raubte. »Sehr gern, Megan, schwarz, mit 2 Stückchen Zucker, bitte.« »Das habe ich nicht vergessen, Mr. Johnson«, gab sie zurück und drückte den entsprechenden Knopf. »Ich trinke ihn ebenfalls schwarz, aber ohne Zucker«, vermittelte ich sie. Ich wüsste nicht, wieso ich mir diese Information merken sollte. »Sie sind offensichtlich durchaus in der Lage, sich selbst einen Kaffee zu machen«, konterte sie trocken, bevor sie ihren ehemaligen Chef augenzwinkernd seine Tasse überreichte und nun ihren Becher in den Automaten stellte. Ethan grinste mich hämisch an, als ich darüber nachdachte, warum sie mir gegenüber so unhöflich war. Hatte ich während unserer Telefonate so deutlich durchblicken lassen, dass ich ihre Art unausstehlich fand? Wenn ich ehrlich mit mir war, musste ich zugeben, dass ich nicht immer respektvoll mit ihr umgegangen war. Jetzt bekam ich die Quittung dafür.